Oh, die Republika ruft an. Wo ist mein Handy? Ta-ta. Okay, hier. Hey Republika, hier ist Rahel. Ihr braucht Musik? Jetzt sofort. Ich habe noch ein kleines Problem. Ich hänge in der Anmeldung fest. Ja, aber ich habe eine Idee. Ich habe vor 4 Jahren hier schon mal gesprochen und da habe ich euch erzählt, ich habe mein Debütalbum visualisiert und ich könnte das schon mal bei euch auf die Leinwand werfen, wenn es in Ordnung ist. Und ich komme dann einfach dazu, wenn ich fertig bin. Ich glaube, die merken es nicht. Nee, die sind nicht so visuell. Die hören eh nur auf den Ton. Das passt schon. Nee, okay, dann probieren wir das mal. Also wir synchronisieren mein Handy mit eurem Projektor. Okay? Okay. Ja, ich denke, das funktioniert. Okay, wir sehen uns gleich dann auf der Bühne. Bis dann. Okay. Das muss ich erstmal hinkriegen. Also okay, so könnte die Bühne aussehen. Jetzt brauche ich natürlich noch einen Schlagzeuger. Okay, nehmen wir Virtual Tommy. Mit dem habe ich mein ganzes Album schon aufgenommen. Okay, das bin ich, Virtual Rahel. Ja, ist ein bisschen klein. Ich glaube, wir brauchen noch eine Projektion dazu. Ja, so ungefähr. Und okay, die Leute, wie sind die so drauf? Ich glaube, ich fange ein bisschen ruhiger heute an. Dies ist die Musik. Okay, also die Sprechblasen funktionieren schon mal. Okay, also ich versuche jetzt mal, das zu synchronisieren. Ja, mal gucken, ob es funktioniert. 4, 3, 2, 1 und los. 1, 2, 1, 2, 3. Und dies ist die Musik, die Melodie, die zu mir spricht. Und dies, yeah, dies ist die Musik, der Beat für dich und mich, yeah. Aus dem Tee gebracht hat, bis die Musik ihren Weg gebracht und sich in meinem Kopf festgesetzt hat. Hab lange fremde Melodien gesungen, bin ständig auf der Suche nach der eigenen, zu diesem und jenem Beat getanzt, immer auszuhalten nach dem neuen. Mein Gedanken werde ich heute nachgehen, sie sind nicht für stille Kämme allein bestimmt. Der Träumen springen wachen Gedanken und meine Musik soll kein Traum sein. Mein Gedanken werde ich heute nachgehen, sie sind nicht für stille Kämmerlein bestimmt. Die Träume springen wachen Gedanken und meine Musik soll kein Traum sein. Und sie ist die Musik, die Melodie, die zu mir spricht. Und heute nachgehen, sie sind nicht für stille Kämmerlein bestimmt. Denn Träume springen wachen Gedanken und meine Musik soll kein Traum sein. Mein Gedanken werde ich heute nachgehen, sie sind nicht für stille Kämmerlein bestimmt. Denn Träume springen wachen Gedanken und meine Musik soll kein Traum sein. Und und die mich umgibt, sie ist da, meine Musik, die ich lieb und die mir viel gibt, sie ist da, meine Musik, die ich lieb und die mich umgibt, sie ist da, meine Musik, die ich lieb und die mir viel gibt, sie ist da, meine Musik, die ich lieb und die mich umgibt, sie ist da, meine Musik, die ich lieb und die mir viel gibt, sie ist da, meine Musik, die ich lieb und die mich umgibt, sie ist da, meine Musik, die ich so sehr lieb, yeah, und sie ist so, dies ist die Musik, oh, die Melodie, die zu mir spricht, und sie ist, ja, dies ist die Musik.
Musik. Sie ist da, meine Musik. Sie ist da, meine Musik. Oh, oh, sie ist da, meine Musik. Bei dem Song habe ich versucht, die Instrumente zu visualisieren. Jetzt seht ihr gleich den Bass. Und ich habe es da noch immer so auf dem Beat. Theoretisch, das Video kommt gerade ein bisschen zu spät, aber theoretisch ist es genau drauf. Du, 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 du kommst, du, 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 du gehst, du, 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 du bleibst, du, 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 du kommst, du, 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 du gehst. Du, 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 du bleibst. Du, 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 du. Du gehst zur Party und das, obwohl du gar nicht so ein Partymensch bist, yeah. Du bist ein Typ, der kommt und geht nicht lange, bleibt in deiner eigenen Welt lebt. Oh, oh, oh. Heute zieht es dich dorthin, wo viele Leute vor einem Fleck zusammen sind. Und wartest drauf, dass sie dich meine Gedanken bringen. Du lehnst an der Tür und schaust dem Treiben zu, machst deinen eigenen Film dazu. Im Gang ist viel los, ist der Kommen und Gehen. Hier bleibt keiner lange auf der Stelle stehen. Du lässt deinen Blick weiter schweifen, dein Kopf geht nur weh zu einem coolen Streifen. Du, 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 du kommst, yeah. Du, 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 du gehst. Du, 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 du bleibst. Du, 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 yeah. Du, 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 du kommst. Du, 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 du gehst. Du, 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 du bleibst. Hier ist sowas wie der zentrale Ort. Wer da landet, geht nicht mehr so sofort. Du lernst sie kennen zwischen Häppchen und Drinks. Den Nachbarn normal ist so eine Party Kings. Und zwischendrin lauf ich von Raum zu Raum und halt die ganzen Leute bei Laune. Ja, yeah, wir sind die Hände der Republika People. Oh, 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 du, du, du. Auf der Tanzfläche, probieren es jetzt schon alle die Luft zu fächern. Heut in mir ab, heut in mir ab, heut. Und der Bass soll geben mir so richtig Gas. One step, two step, die Band liefert uns den Song, yeah. Hör den Clap und tanz mit mir. Du, du, du kannst das schon, Heute denken wir nicht dran, was uns das Morgen bringen wird. Es gibt noch genügend Tage, in denen uns die Sorge im Kopf umschwirrt. Heute denken wir Dankeschön. Dankeschön. Ja, Rahel, herzlichen Dank für den Einstieg. Dankeschön. Und du hast ja jetzt da auch quasi schon eine ganze Batterie an Musikmachdingen
nutzen müssen, quasi, um uns hier das vorführen zu können. Wenn ich das richtig verstanden hatte, ist es auch so, dass du quasi ein Bildbearbeitungsprogramm genommen hast, durch den jetzt auch das, die Musik jetzt quasi erst ablief. Ne? Ja, genau. Ich habe Final Cut verwendet und ich arbeite aber auch mit Photoshop zusammen dann. Mhm. Für die Bilder. Und spannend finde ich ja auch in dem Zusammenhang, dass du ja auch, wenn du jetzt diese Live-Situation hast, auch am Anfang gleich erstmal auf diesen eher improvisatorischen Charakter im Zusammenhang mit der Technik erstmal auch mal rekurriert hast, weil du ja auch meintest jetzt sozusagen, dass wir jetzt erstmal probieren müssen, ob das funktioniert, und du meintest auch, am Anfang wäre irgendwie, bevor die Performance gestartet ist, auch nochmal was kaputt gegangen irgendwie, und das zeigt ja im Wesentlichen auch, wie fragil oftmals auch die ganze Arbeit mit diesen Geräten im Wesentlichen sein kann. Auch. Ja, das ist total fragil, denn die Programme wurden ja nicht zusammen komponiert sozusagen, und dann muss man immer hoffen, dass alle Komponenten auch wirklich zusammen funktionieren. Ja, und da sind wir jetzt auch bei einem Punkt, der uns natürlich in diesem Zusammenhang besonders interessiert, wenn es um die Frage natürlich auch geht, wie souverän kann man denn sein, auch im Zusammenhang mit diesen neuen Musikmachtdingen. Und bevor wir allgemein vielleicht erstmal auf die Frage kommen, zum Beispiel, was jetzt die Musikmachtdinge tatsächlich alles sind, ist es vielleicht auch mal erstmal sinnvoll, wenn wir uns alle erstmal vorstellen, noch alle weiteren Diskutanten, die hier jetzt auf der Bühne sitzen. Also zum einen wäre da Matthias Strobel, vielleicht sagst du kurz noch was zu dir. Hallo, mein Name ist Matthias Strobel, ich habe den Bundesverband Musiktechnologie vor ungefähr einem halben Jahr gegründet. Wir sind ein ganz junger Verband und wir kümmern uns im Endeffekt, oder wir sind der Verband, also das Ziel ist es, alle Musiktechnologieunternehmen und Organisationen, die es in Deutschland gibt, unter einem Dach zu versammeln, sodass die Leute und die Unternehmen sich besser miteinander connecten können, Synergien gefunden werden können und gleichzeitig aber auch die Musikindustrie oder Künstler einen Ansprechpartner haben, wenn es darum geht, was es für neue Technologien gibt, was es für Dinge gibt, die Digitalisierung irgendwie mit sich bringt. Und genau, diesen Verband haben wir vor einem halben Jahr gegründet. Ja, und neben mir sitzt auch noch Michael Ahlers. Vielleicht stellst du dich auch noch kurz vor. Ja, gerne. Michael Ahlers, ich arbeite an der Leuphana-Universität in Lüneburg und beschäftige mich dort aus wissenschaftlicher Perspektive gerade mit Musikinterfaces, mit vielleicht auch ein bisschen den namensgebenden Schwerpunkten heute. Also was bringt das an Erweiterungsmöglichkeiten für Kreativprozesse, aber auch für Konnektivitätsaspekte. Also das, was wir sozusagen früher im Bereich Bandinstrumentarium hatten, ist ja anscheinend doch deutlich erweitert worden. Und wir wollen verstehen, sind die Hürden dadurch geringer geworden, kreativ zu sein? Oder sind die höher geworden? Oder sind sie einfach nur anders geworden? Das ist sozusagen ein bisschen meine Aufgabe. Zusammen in einem Projekt mit Carsten Wernicke versuchen wir das gerade mit professionellen Musikerinnen und mit Instrumentalpädagogen uns anzuschauen, wie da sich Praxen verändern. Genau, also ich bin dann Carsten Wernicke. Ich bin also der Mitarbeiter von Michael Ahlers und zwar in einem BMBF geförderten Forschungsprojekt. Das heißt musikalische Interface Designs. Augmentierte Kreativität und Konnektivität. Und da geht es eben genau natürlich erstmal um auch so jetzt ja quasi schon fast klassische Musikmachtdinge, wie eben beispielsweise einen Laptop. Aber eben, und ich habe zwei Geräte einfach mal mitgebracht, damit wir uns das mal anschauen können, in welche Richtung das ungefähr geht. Also wir haben natürlich nicht nur diese ganzen Batterien sozusagen an Geräten, die jetzt auch zum Beispiel als Software in den jeweiligen Laptops jetzt als Musikmachtdinge Dinge verbaut ist, sondern wir haben natürlich auch externe Geräte, die uns in dem Zusammenhang interessieren, und da hat sich natürlich in den letzten 10 Jahren sehr viel getan. Da habe ich beispielsweise, ich lege das mal wieder ab. Gut. Genau, also haben wir zum einen jetzt ein Gerät, das jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre alt ist. Das ist die Eigenharp Pico. Die Eigenharp Pico ist im Wesentlichen, was das Spannende an diesem Gerät ist, eine Kombination aus einem Blascontroller und einem Streichcontroller. Die Firma, die das vertreibt, hat drei Geräte, die auch natürlich dann verschiedene, sagen wir mal, Qualitätsstufen auch überhaupt von dem Output zur Verfügung stellen. Also die Pico ist das kleinste Gerät, hat auch sozusagen klangmäßig natürlich ein paar Einschränkungen. Ich kann das mal zeigen. Also im Wesentlichen sind zwei Sachen sehr interessant. Einmal natürlich, wenn es um den Blascontroller geht, der Klarinettensound.
Ich muss mal kurz schauen, ob ich ihn jetzt erwischt habe. Nee, das ist natürlich jetzt Cello. Genau, also der Klarinetten-Sound. Das Spannende ist, das hören Sie jetzt wahrscheinlich nicht, weil es ja schon so eine Art Grundrauschen gibt, dass der Ton eigentlich sozusagen auch wie bei einer klassischen Klarinette erstmal sozusagen einschwingt. Also wir haben erstmal so einen gewissen, sozusagen ein kleines Pfeifen und dann kommt erst der Ton. Und das Spezielle dann an diesen kleinen Pads hier ist dann, dass sie sozusagen nicht nur Ein-Aus und Velocity als Informationen abgeben, sondern auch, dass es bestimmte Modulationseffekte gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Taste einfach, wenn ich auf der jetzt quasi den Finger bewege. Na? Und ein anderes Beispiel wäre dann eben auch das Cello, damit ich kurz noch den Streichcontroller zeige. Der ist, wie gesagt, bei diesem Pico jetzt nicht besonders ausgeprägt. Er ist auch nicht besonders groß natürlich und deshalb sind die Effekte, die damit möglich sind, jetzt einigermaßen beschränkt. Aber er ist auf jeden Fall schon mal da. Also man sieht, es funktioniert nicht besonders gut. Es liegt natürlich auch zum Teil auch an mir. Aber dieses Gerät ist im Wesentlichen auch für den Blascontroller ausgerichtet. Also man könnte sich jetzt auch sozusagen auch blasen, das Cello. Da wird es natürlich jetzt wieder problematisch, wenn ich den Bogen wechsle, muss ich das auch muss ich das quasi mit der Atmung machen. Und wenn es dann schneller wird, das zeige ich jetzt lieber nicht. Und ein zweites Gerät, das ist von der Firma Rowley, das ist das Rowley Songmaker Kit. Hier sehen wir auch schon mal ein Problem. Wir werden das in unserem Projekt zusammen mit einem Windows-Rechner rausgeben oder einem MacBook, jedenfalls auf jeden Fall mit einem Rechner. Es ist aber eigentlich optimiert für ein iPhone, weshalb jetzt beispielsweise über den Laptop selber. Also die Nutzung ist auch mit vorgesehen. Rowley gibt dazu eine Ableton-Version raus, nämlich Ableton Lite. Aber das Grundproblem ist schon mal, dass man eigentlich, um den Standard wirklich abzubilden, den dieses Gerät eigentlich sozusagen einprogrammiert hat, braucht man 16 MIDI-Kanäle. Lite-Version hat nur 8 MIDI-Kanäle, also geht es da schon mal nicht richtig. Und man kann auch dann nicht alle Blocks parallel nutzen. Oder jedenfalls habe ich das bisher noch nicht entdeckt, wie das funktionieren soll. Ich kann das nochmal zeigen. Also hier ist sozusagen das Spannende, was eben auch diese neue Entwicklung angeht, mit dem MPE-Standard, den MIDI Polyphonic Expression Standard, dass man also nicht mehr nur sozusagen die entweder An-Aus und Velocity als Signale hat, sondern dass man eben 5 verschiedene Signale hat. Man kann also auch Signale quasi in vertikaler und horizontaler Richtung an den Rechner geben, genauso wie man dann auch eine Art Abschlagsdynamik wieder hat. Ne? Ja, und es ist natürlich jetzt auch gerade wieder ausgegangen. Als Illustration reicht das ja vielleicht, ja, dass wir sozusagen genau, zwei verschiedene Arten von Interfaces genau, mal gesehen haben. Ja. Und wer die später anfassen möchte, kann dann genau, vielleicht kann noch mal vorbeikommen. Carsten Wernicke noch mal kurz anklopfen. Dann, deshalb, weil es ist nämlich gerade wieder ausgegangen. Gut. Okay. Ja, genau. Also dann ist natürlich jetzt erstmal die Frage, was sind tatsächlich jetzt Musikmachtdinge? Ist das auch als Definition eine interessante Rahmung oder ist es eher ein Begriff sozusagen, der vielleicht etwas künstlich ist? Wie ist denn da die Meinung? Zum Beispiel von Rahel, du bist ja sozusagen direkt betroffen als Künstler. Ja, also das Originalinstrument ist natürlich immer das Coolste. Und wenn eine Saite schwingt, das ist ja natürlich was ganz anderes, als wenn man es elektronisch dann jetzt irgendwie aufbereitet. Ich würde das dann eher, sage ich mal, verfremden und komplett anders nutzen. Aber jetzt einfach ein Cello oder so zu imitieren, würde ich jetzt im Notfall natürlich machen. Aber wenn man die Chance hat, das anders zu machen, würde ich es natürlich anders machen. Mhm. Ich denke, dass Musik macht Dinge im Grunde genommen die Erweiterung von traditionellen Instrumenten sind. Also alles, was klassische Instrumente sind, haben ja ihre Berechtigung und haben sich ja über die Jahrhunderte entwickelt. Und diese Musik macht Dinge, die du jetzt da gerade gezeigt hast und die es ja noch zu Hunderten draußen gibt, glaube ich, die
geben eher dem Künstler die Möglichkeit, eben genau sowas zu machen, was du in deiner Performance gemacht hast, oder eben das kreative Spektrum zu erweitern durch diese Dinge, die Musik machen können. Das kann Software sein, dann ist es vielleicht kein Ding, aber trotzdem im Endeffekt hebt es die klassische Instrumentation oder die klassische Möglichkeit, Musik zu machen, nochmal auf ein neues Level. Von dem finde ich das Wort Dinge ist vielleicht jetzt nicht so das beste Tools, finde ich schon, funktioniert am ehesten, weil es ja auch irgendwie Software-Tools sein können. Aber ja, also ist ein schwieriges Wort, aber macht total Sinn in dem Kontext. Ja, wir haben das gewählt, weil es schließt an Definition an eines Kollegen. Und natürlich hat jedes von diesen gezeigten Geräten oder Tools oder Instrumenten eine andere Dinglichkeit. Und da steckt sozusagen auch eine Theorie zu der Materialität eben dahinter. Und es fasst sich dann halt auch tatsächlich ja anders an. Wir sind so nicht so stark auf den Softwarebereich aus. Da gibt es durchaus schon gute Studien zu, aber das sind ja sozusagen auch neue Schnittstellen zu der Software, und interessanterweise bieten ja viele von diesen neuen Dingen entweder eigene neue Software, die da mitkommt, oder sie schließen dann so etwas an wie üblicherweise Ableton Live. Und es ist sozusagen sehr gut integriert in Software in vielen Punkten. Und ich würde auch Rael auf jeden Fall recht geben, es ersetzt natürlich keine Naturinstrumente, würde ich mal sagen. Das hat ja auch viele Nachteile, wenn man den Klang eben nicht körperlich verspürt, sondern man erst einen Kopfhörer aufsetzen muss oder eine Box anschließen muss. Ich würde auch immer sozusagen der haptischen Erfahrung mit den Händen den Vorzug geben. Aber, was du gesagt hast, sozusagen die Umnutzung und die Erzeugungsart kann ja auch interessant sein in anderen Musikstilistiken. Also beispielsweise so eine Art der Klangerzeugung, wie Carsten sie vorgeführt hat, kann ja vielleicht auch gerade für elektronische Sounds interessant sein, weil die konnte man in der Form vielleicht so dann noch nicht manipulieren bisher oder so. Das interessiert uns halt an der Geschichte. Die Frage ist ja dann auch sozusagen, welche Rolle hat dann jeweils der Mensch und welche Rolle hat dann die Maschine im Zusammenhang mit diesen Geräten? Also weil es ja gerade auch unter dem Konzept der Musik macht Dinge steht ja auch so etwas wie eine Vorstellung von Emulation, ne, dass ich sozusagen Dinge, also auch wieder sozusagen Dinge in andere Umgebungen einbetten muss und sie da sozusagen jeweils immer verschiedene Aspekte nachahmen müssen. Also sozusagen das Gerät muss natürlich erstmal nachahmen, wie es in die Umgebung passt, genauso wie das Gerät selber natürlich darauf reagieren muss, wie es dann in die Umgebung hineingehört. Und dann ist natürlich die Frage jetzt auch sozusagen, welche Rolle hat dann tatsächlich noch ein Akteur? Also welche Rolle zum Beispiel siehst du jetzt im Vergleich zur der Technik bei einer Performance, die du jetzt live machst, beispielsweise Rael? Also welche Rolle ich... Genau, welche Rolle du für dich siehst bei der Performance? Also ganz ehrlich gesagt habe ich damit angefangen, weil aus ökonomischen Gründen, weil es einfacher ist, alleine aufzutreten und mit ganzer Band aufzutreten, ist halt auch oft teuer. Das war eigentlich so der Hauptgrund, und dann wollte ich die Performance interessanter machen und dann habe ich sie sozusagen visuell aufbereitet. Aber wenn man dann natürlich anfängt, dann entwickelt man ganz viele neue Ideen und plötzlich landet man wo ganz anders, als man am Anfang geplant hat. Also man kann zum Beispiel jetzt auch Comic-Geschichten machen, und wenn ich zum Beispiel irgendeine Comic-Story mache, dann macht das total Sinn, dass ich auf dem Keyboard einen Cello-Sound habe. Da würde ich jetzt keinen Cellisten fragen, ob der mir da mal was einspielt oder so. Ja, ja. Und du hast ja jetzt dann auch quasi eine Sache auch schon angesprochen, dass es in gewisser Hinsicht ja auch teuer sein kann, auch gerade dieser Umgang mit den Geräten. Und da ist sowieso auch das Phänomen, also das kleine Pico-Gerät, das kostet ja auch schon über 400 Pfund beispielsweise. Das Rolly Songmaker Kit, da sind wir auch bei 600 Euro. Und dann geht es also quasi immer weiter aufwärts. Und da ist natürlich auch aber grundsätzlich die Frage überhaupt, wie sieht denn da die Marktsituation allgemein aus für die einzelnen Unternehmen? Also wie sind die überhaupt platziert am Markt? Wie können die auch überhaupt auftreten? Wie groß ist der Markt überhaupt für diese Geräte? Das sind natürlich alles so Fragen, die da jetzt auch interessieren können. Ja, das ist vor allem eine total wichtige Frage, weil bis jetzt wurde dieser Markt noch nicht so wirklich großflächig untersucht in Deutschland. Also wie viele Unternehmen gibt es in diesem Bereich? Der ganze Bereich Musiktechnologie oder Musik macht Dinge Unternehmen, wenn man so möchte, ist noch nicht so wirklich groß untersucht worden. Also wie viel Wirtschaftskraft steckt da dahinter, wie viele Arbeitsplätze schafft es? Das Problem bei diese Startups, die es in diesem Bereich gibt und die dort jetzt gerade
immer mehr zum Vorschein kommen. Zum einen liegt es daran, dass natürlich der Zugang zur Technologie viel einfacher geworden ist und dass es viel mehr Leute gibt, die in dem Bereich gerne rumexperimentieren. Die, die es dann tatsächlich aber auf den Markt schaffen, sind relativ wenige, weil es in dem Bereich Musiktechnologie in Deutschland keine einzige Förderung gibt und die Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, sich nicht für Förderungen aus anderen Bereichen bewerben können. Also wenn sie sich für Technologieförderung bewerben, ist es dann meistens mit einem zu kreativen Kulturanspruch. Und wenn man sich für Kulturförderung bewirbt, ist es zu technologisch. Man fällt immer in so ein Gap. Also diese Marktsituation für diese Startups, um dann tatsächlich ein Produkt auf den Markt zu bekommen und dann tatsächlich irgendwie auch eine lange Berechtigung auf dem Markt zu haben, ist nicht so super einfach. Es ist noch viel an Investorengeld gebunden, was aber am Anfang auch immer schwierig ist, weil es schwer skalierbar ist als Musiktechnologie-Startup, wie groß denn der Markt da ist und wo die Reise hingehen kann. Das heißt, Investoren dafür zu finden, ist schwierig. Also als Hardware-Unternehmen in dem Bereich gibt es nicht sehr viele, die da nochmal nachkommen. Die bereits existieren, versuchen immer wieder neue Produkte zu erschaffen. Aber das ist auf jeden Fall nicht sehr einfach, dort Innovationen zu gestalten. Wenn man das macht, dann funktioniert es meistens über Crowdfunding. Wenn man gute Sachen macht, also wie Dada Machines zum Beispiel, die über lange Zeit mit sehr viel Pflege diese Crowdfunding-Kampagne gemacht haben und mit diesem Tool dann auch wieder einen komplett neuen Horizont für Künstler schaffen, weil es eben diese Mischung aus dem physischen, haptischen Produkten hin zu elektronischen, digitalen Produkten baut oder diese Brücke baut. Aber es sind wenige, die in dem Bereich dann tatsächlich nochmal jetzt nachkommen. Aber gleichwohl ist unsere Wahrnehmung, ist Berlin natürlich auch dafür der Place to be. Also viele von diesen jungen Unternehmen sind hier oder zumindest in der Nähe angesiedelt und viele von den Softwareunternehmen sitzen ja auch hier. Interessanterweise sind die ja erfolgreich, was aufmerksamkeitsökonomische Sachen angeht. Also die sind ja schon sehr präsent. Gleichwohl wissen wir noch nichts über Stückzahlen. Und wir sind da ja in der glücklichen Lage, dass wir das einfach mal so anschaffen können für eine Studie. Aber ich glaube halt so, dass auch die Anschaffungskosten für ein Gerät, dessen konkreter Nutzen den Künstlern auch noch nicht so ganz klar ist. Ja, also wo man noch sehr explorativ eigentlich herangehen müsste, das stellt schon eine ziemliche Hürde dar. Also einige von diesen Geräten, die wir da gekauft haben, da kostet so ein Interface irgendwie 1.500 Euro oder 2.000 Euro. Das kauft man sich nicht aus Spaß. Also nicht, wenn man irgendwie so denkt, ja, vielleicht kann ich damit irgendwann zu irgendeiner Spezialsituation mal einen freakigen Sound produzieren oder so. Ich denke nicht, dass das die Künstlerinnen und Künstler, die so in der Masse vorhanden sind, sich leisten können. Und da sehe ich halt auch so ein Problem. Also wenn da so eine neue Art von Kreativitätsoption oder Schnittstelle sich auftut oder so entsteht gerade, dann kommt das irgendwie auch relativ schlecht bei den potenziellen Nutzern erstmal an, weil der Preis natürlich relativ hoch ist in vielen Fällen. Ich finde, da gibt es Brücken, glaube ich. Also du kannst ja relativ günstige Produkte in dem Bereich, die jetzt nicht die gleiche Bandbreite also das gleiche Spektrum an Möglichkeiten liefern, die gibt es ja schon relativ günstig. Also gerade für Kinder, um in Berührung mit Musik zu kommen und experimentieren und damit quasi zu arbeiten. Wenn man in den professionellen Bereich geht, sind die Sachen natürlich teurer. Aber ich glaube, dass gerade Künstler, die auf einem professionellen Level Musik machen, sich diese Dinge ja dann anschaffen, weil sie glauben, dass es ihren Horizont und ihre kreativen Möglichkeiten erweitert. Als die ersten Synthesizer auf den Markt gekommen sind, war das auch was nicht irgendwie jeder daheim sich leisten konnte, sondern diejenigen, die sich dann angeschafft haben, die haben sich es angeschafft, weil sie eben ihr Spektrum erweitern wollten und weil sie eben damit experimentieren wollten. Und so ist es mit diesen Geräten, glaube ich, auch. Also jemand, der sich jetzt für 600 Euro so ein Rolli-Board oder so ein Rolli-Starter-Kit kauft, der hat schon, glaube ich, im Hinterkopf, was er damit machen möchte und kauft sich das jetzt nicht mal so zum Gag. Wiederum ist aber für Künstler, die jetzt irgendwie nicht auf dem Level sind, aber trotzdem in Berührung kommen wollen mit solchen Produkten, gibt es dann die Möglichkeit eben erstmal mit anderen Produkten anzufangen, die auch nicht auf dem Preislevel sind. Also ich glaube, es gibt da schon verschiedene Abstufungen. Ich glaube, die Rolli Blocks an sich sind gar nicht so teuer. Wenn man sich aber dann das komplette Paket kauft, ist es natürlich ein bisschen mehr. Also die Zugangsschwelle ist gar nicht so groß, finde ich. Und jemand, der sich teures Equipment kauft, ist wie mit einer Gitarre oder mit einem Klavier oder mit jedem Instrument. Das sind ja nur diejenigen, die das schon professionell spielen und die dann quasi das auch zum Einsatz kommen lassen. Also teure Instrumente kauft ja nur, wer es schon kann. Und billige Instrumente kauft eben der den Zugang dazu sucht. Und beides ist vorhanden, auch in dem Bereich. Aber kann man dann überhaupt noch mit Technik dann auch eine Art Alleinstellungsmerkmal für sich als Künstlerin oder Künstler erzeugen? Oder ist es dann immer sozusagen auch ein Tool, was vielleicht auch, sagen wir mal, nach hinten zurücktritt irgendwie? Also weil es vielleicht schon vorproduziert ist, also im Studio, man gar nicht mehr hört sozusagen, welche Technik da verwandt wurde. Vielleicht geht es manchmal auch darum, dass man das verschleiert, was man für ein Gerät genutzt hat. Wie sieht das denn tatsächlich aus?
Also ich persönlich finde, dass der Künstler macht ja Musik, um irgendwie seinem kreativen Schaffen Ausdruck zu verleihen und einem Publikum zu begeistern. Und den Leuten im Publikum ist es ziemlich egal, was für Gerät da verwendet wurde, sondern denen geht es ja nur darum, dass es die Musik ist, die Leute spüren wollen und die fühlen. Und gleichzeitig hat der Künstler ja, so sehe ich das zumindest, das Bedürfnis, sich so gut wie möglich auszudrücken in seinem kreativen Schaffen. Und was es da jetzt im Endeffekt für Geräte gibt und ob die präsent sind, spielt, glaube ich, jetzt nicht so wirklich eine Rolle, oder? Also für mich ist immer ausschlaggebend, was habe ich? Also ich arbeite immer mit den Mitteln, die ich aktuell habe, bevor ich jetzt mega viel Geld ausgebe. Und also ehrlich gesagt, ich bin jetzt schon eine Weile dabei und ich habe auch vieles ausprobiert und so. Und inzwischen denke ich, ach, ich hätte lieber gleich am Anfang programmieren lernen sollen, weil dann hätte ich das ganze Zeug selber programmiert, anstatt mir mühevoll irgendwie, also durch diese Logiken irgendwelcher Programmierer durchzudenken, die oft auch nicht bis zum Ende gedacht sind, weil es sind ja oft auch keine Musiker. Aber es gibt auch viele Kollegen von mir, die sind einfach so Spielkinder, denen macht es einfach total Spaß, neue Geräte auszuprobieren und sich da reinzufrickeln. Das ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich auf Dauer habe ich jetzt rausgefunden, klar, ich kann Comics animieren und so, und irgendwann kam ich drauf, hey, der menschliche Körper ist eigentlich viel cooler, der ist viel variabler, und ich habe jetzt persönlich mit Tanzen angefangen. Ich finde es total spannend und ich möchte es dann natürlich auch koppeln mit meinen Comics und so. Aber nach meiner ganzen Technik-Euphorie, sage ich mal, komme ich jetzt langsam wieder zurück und versuche, die Technik lieber in meinen Körper reinzukriegen. Das ist ja historisch auch ganz gut nachvollziehbar, weil wenn man sich überlegt, wir haben in dem Einleitungstext ja auch was von der Fender Stratocaster geschrieben, da war es ja auch so. Also es gab irgendwann eine E-Gitarre, also eine elektrifizierte Gitarre mit Tonabnehmern. Und wenige Zeit später haben Leute auch angefangen, die zu modifizieren, an ihre Bedürfnisse anzupassen, haben Bodentreter entwickelt, die Sounds verändert haben, etc. Auch das passiert natürlich jetzt. Das nennt man dann wahrscheinlich heute Neudeutsch Hacking, weil man sozusagen die Geräte einer anderen Nutzung zuführt. Aber letzten Endes sind es sozusagen Personalisierungen von Interfaces, die da auch stattfinden. Und viele, interessanterweise von den Digitalen, lassen das nicht so explizit zu erstmal, außer man hat Programming-Skills, wie beispielsweise eine Gitarre. Die kann man wesentlich noch anmalen, gut, das kann man Laptop auch, aber man kann sozusagen auf Soundparameter relativ schlecht Einfluss nehmen, weil dann eben dahinter dann doch wieder die mächtige Software steht und das Interface ist dann doch nur irgendwas zum Drücken, Streichen oder Pusten. So, das wären so die drei Möglichkeiten im Wesentlichen. Und da finden wir, das ist sozusagen vielleicht noch was anderes so. Man ist eigentlich ein Stück weit aufgerufen, da spielerischer heranzugehen, ist aber eigentlich nicht so sehr in der Lage, sein eigenes daraus zu machen. Ja? Und diese Geräte altern halt auch nicht so wie ein Holzinstrument oder so etwas oder Saiten etc., sondern die bleiben eigentlich immer so im Auslieferungszustand, abgesehen jetzt von, wie gesagt, vielleicht einem Aufkleber, den man da drauf machen kann. Und dann ist ja auch die Frage, gerade wenn es sich um eine Start-up-Szene handelt, die ja auch eine gewisse, sagen wir mal, unterschiedliche Lebensdauer hat, ist ja auch die Frage zum Beispiel, was mache ich dann mit meinem Gerät in 4-5 Jahren, wenn dann sozusagen irgendein Bauteil kaputt gegangen ist. Das hat man natürlich bei älteren Geräten natürlich auch das Problem, dass man dann vielleicht irgendwie improvisieren muss und vielleicht von irgendwo anders einen Schalter einbaut. Aber natürlich braucht man ja auch eine gewisse Wartung noch. Das ist ja wie bei einem Auto, wenn sozusagen in 20 Jahren ich vielleicht noch meinen Mercedes fahren möchte, ist die Frage natürlich, habe ich noch irgendeinen Mechaniker, der auch noch die Software mit warten kann, der also da mir sozusagen eine gewisse Kompatibilität oder eben eine Emulation baut auch, ne? Dass ich sozusagen das eine Gerät wieder in die andere Umgebung mit hineinbekomme. Und da ist natürlich auch sozusagen vielleicht auch mal die Frage bei Geräten, die vielleicht eine gewisse, sagen wir mal, Komplexität haben, wird es natürlich schwieriger, die nachzubauen, aber es gibt natürlich auch schon einfachere Geräte, irgendwie, mit denen man irgendwie arbeiten kann. Du hast ja zum Beispiel auch so ein sozusagen so eine Art kleinen Hack gemacht mit einem deiner Geräte. Vielleicht kannst du den auch noch kurz zeigen. Also ich habe beim Music Hack Day zusammen mit einem Programmierer gearbeitet und da haben wir hier auf dieses Keyboard haben wir meine Comics gelegt mit Sounds und die Idee war, also sozusagen visuelles Keyboard, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Also man kann es sozusagen spielen, ja, also Clap zum Beispiel.
die Kurzversion. Ja, sehr schön. Ich sehe gerade, wir sind jetzt schon auch recht weit fortgeschritten. Wir wollen natürlich auch es so machen, dass wir jetzt nicht nur Sie quasi mit Informationen vollstopfen, sondern wir wollen Ihnen auch gerne noch die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen oder auch Anmerkungen zum Thema zu geben. Da würde ich sagen, das ist sozusagen jetzt eröffnet, wer Interesse hat. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie dazu sagen, ob Sie eher irgendwie hier so eine wissenschaftliche oder eine musikwirtschaftsbezogene oder künstlerische Antwort gerne hätten. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich, dass wir nicht alle immer uns angesprochen fühlen. Hallo, Stefan Jarling. Ich glaube, eine Antwort hätte ich dann gerne von allen dreien. Ich habe so ein bisschen immer das Gefühl bei diesen ganzen neuen Musikmacht-Dingen, dass die in dem, was sie machen können, sehr stark was vorgeben. Und dass viele von diesen Musikmacht-Dingen vielleicht auch ein bisschen darauf ausgelegt sind, dass man eine ziemlich niederschwellige Grenze sozusagen hat, um da einzusteigen, dass man sozusagen, also wenn ich dich jetzt sehe, du hast eine Menge musikalisches Skills, das hört man sozusagen in dieser Musik und viele Dinge kommen aber irgendwie auf den Markt, wo man diese Skills einfach nicht mehr braucht und die Frage ist so ein bisschen, hat man da wirklich noch so große kreative Räume oder sind diese Sachen einfach darauf ausgelegt, dass man gar nicht mehr so viel Skills, Kreativität mitbringen muss und diese Dinge machen einfach die Musik für einen und es klingt einfach cool. Also ich sag mal so, es ist heutzutage relativ einfach, ein gut klingendes Ergebnis hinzukriegen als Nicht-Profi. Aber dann es auf ein richtig cooles Level zu heben, das ist dann richtig schwer. Und ich glaube, das sehe ich jetzt eher so als die Aufgabe der Profis. Also wir müssen jetzt eigentlich einen drauflegen, weil so das Normale, das kriegt ihr alle auch hin. Und ich glaube, das ist auch nicht ein Phänomen des 21. Jahrhunderts und gebunden an diese neuen Interfaces, sondern es gab auch in den 80ern schon Leute, die nur mit Presets gearbeitet haben aus Workstations und auch Leute, die aus einer Sound Library immer die fertig konfigurierten Klänge nehmen mit dem Hall drauf, der überhaupt nicht passt, aber sie wissen auch nicht, wie man den ändert oder wie der besser reinpasst in die Produktion. Und ich finde es auch gut. Also es ist ja für die Leute auch trotzdem sinnstiftend und es hat für sie auch eine Bedeutung, dass sie das tun können. Ich weiß nicht, ob es einfach ist. Also das ist ja so eine Setzung, die wir versuchen zu verstehen, weil wir wissen das noch gar nicht. Deswegen schauen wir uns das in diesem Forschungsprojekt auch an. Das ist ja eine Vermutung, dass es einfacher dadurch wird. Und dann glaube ich eben diese letzten, man sagt so diese letzten 3-5%, um es dann sozusagen aus dem Schatten der Presets herauszuschaffen, ja, die erfordern eine unglaubliche harte Arbeit und auch sowas wie eine Selbstfindungsphase für Künstlerinnen und Künstler. Nicht zu klingen wie das Sample aus der Library von Logic oder die gekaufte Library von XY. Ja, genau. Und dafür braucht man vielleicht etwas andere Skills heute als zu Produktionszeiten prädigital. Also da brauchte man früher ja sozusagen dann auch noch viel, viel, viel Geld in Tonstudio-Zeit investiert, um sich diesem klanglichen Ideal, das im Kopf ist, anzunähern. Und ich glaube, da ist es ja zumindest etwas günstiger geworden, historisch gesehen. Aber Arbeit ist es trotzdem immer noch. Ich würde Rahel da total zustimmen. Ja, ich denke, dass der Zugang oder beziehungsweise den Erfolg zu bekommen, wenn man anfängt, Musik zu machen, durch solche neuen Interfaces, neuen Geräte, sich schneller einstellt. Also man selbst wenn man vielleicht nicht das Megatalent ist und trotzdem aber gerne Musik machen möchte, muss man sich nicht abquälen, um irgendwann ein Ergebnis zu bekommen, das gut klingt. Sondern dass die Motivation weiterzumachen ist, glaube ich, durch diese neuen Geräte viel größer. Und eben, wie jetzt alle anderen auch schon gesagt haben, ich glaube, um dann tatsächlich als professioneller Musiker rauszustechen aus der Masse und sich auszudrücken, da gehört dann schon nochmal viel, viel, viel mehr dazu. Und ich glaube, dass diese Geräte diese Möglichkeiten einfach erweitern, als wie wenn man nur eine Gitarre, also die traditionellen Instrumente hat, wo man eben auf einer Gitarre spielt man Gitarre, auf dem Klavier spielt man Klavier und diese Geräte geben einem eben die Möglichkeit, sich noch breiter auszudrücken. Ja, und ich denke, dass das dann tatsächlich am musikalischen Verständnis und am Talent liegt, das dann auf ein Level zu heben, das sich von der breiten Masse abhebt.
Zumal dann ja auch noch sozusagen Skills noch dazukommen, die nicht mehr rein musikalischer sind, sondern die ja tatsächlich also nicht zwingend jetzt Programmiererfähigkeiten sein müssen, aber allein schon mal sozusagen bei dem Eigenhubs ist das beispielsweise so, wenn da die Sache installiert werden möchte, dann braucht man eine CD-ROM, man braucht einen Stick, auf dem Informationen sind, und man muss parallel dann auch noch die ganzen aktuellen Badges noch wieder runterladen. Das heißt also, man muss sich auch einigermaßen mit seinem Laptop oder mit seinem Computer auskennen und sozusagen da das Ding erstmal vernünftig einrichten. Ne? Und also das ist natürlich jetzt auch ein Gerät, was eben natürlich jetzt auch schon 10 Jahre alt ist und noch eine andere Logik hat. Aber bei neueren Geräten, wie zum Beispiel auch beim Rollys Songmaker Kit, da hat man natürlich zum Beispiel auch wieder das Problem, dass man zum Teil eben an der Software selber scheitert, weil sie vielleicht auch nicht besonders gut programmiert ist. Also weil es da auch ein paar Bugs gibt einfach, und die bleibt dann einfach hängen, die Software. Und da hat man jetzt, wenn man ein Live-Musiker ist oder eine Live-Musikerin ist, natürlich das Problem, dass das natürlich das Worst-Case-Szenario ist für einen Auftritt, wenn ich da eben eine Software habe, die dann eben nicht ruckelfrei oder fehlerfrei läuft. Ne? Und deshalb sind das halt sozusagen einfach Erweiterungen von dem, was eben das musikalische Grundverständnis angeht, dass ich dann eben da auch noch eine gewisse Computerkenntnis eben mindestens haben muss. Nicht zwingend Programmiererkenntnisse, aber ich sollte wenigstens wissen sozusagen, wie ich meinen Computer günstig gebrauche. Und vor allem alles schon mal vorher getestet haben, auch an Geräten, weil es natürlich sein kann, dass es nochmal abschmiert. Ne? Ja, weitere Fragen, Anmerkungen? Vielleicht, bis ein paar Fragen eingefallen sind, Rahel, vielleicht kannst du schildern, wie sich für dich die verschiedenen Bühnenerfahrungen darstellen. Du hast schon gesprochen von dem ökonomischen Faktor, aber wie ist es, wenn du auf der Bühne stehst, wenn du eine Band hinter dir hast oder nur du und dein Computer? Ja, okay, das ist wirklich total was anderes. Also ich glaube, man kann es fast gar nicht vergleichen. Also mit Menschen kommuniziert man natürlich, da entsteht eine gewisse Stimmung und dann kommt man in so einen Flow und ja, dann kommt man wo ganz anders hin. Und mit dem Computer, da unterhält man sich letztendlich mit sich selber, weil man hat es selber ja alles irgendwie eingegeben und das ist wahnsinnig brainy. Also bis man da anfängt, richtig zu improvisieren, das dauert schon eine ganze Weile. Und also es ist interessant, wenn man das mal alles so durchdenkt. Und aber ich bin jetzt auf einem Punkt, wo ich mich wieder danach sehne, mit Menschen was zu machen. Aber klar, ich nutze es natürlich auch. Es kommt einfach zusammen. Also ich glaube, dieses intuitive Arbeiten gepaart mit intellektuellem Arbeiten, das ist vielleicht so das Neue. Also mit dem Computer kann ich mich nicht nur auf meine Intuition verlassen. Und in Berlin gibt es auch so Open-Link-Jams, glaube ich. Ne? Das sind, es ist ja auch gar nicht so einfach, mal eben mit verschiedenen Digitalgeräten zusammen zu improvisieren, weil das ist ja so in vielen Fällen erstmal so nicht vorgesehen gewesen. Und heutzutage gibt es jetzt mittlerweile Protokolle, die dann über einen gemeinsamen Router sozusagen eine Clock herstellen. Das heißt, alle haben denselben Zeitcode darunter. Und jetzt kann man sozusagen auch quasi ad hoc miteinander improvisieren. Auch das ist so ein Aspekt unter Konnektivität, haben wir das zusammengefasst. Das ist ja noch neu. Früher hat man 1, 2, 3, 4 vorgezählt und los und jeder hat rumdilettiert. Und heutzutage muss man sozusagen erstmal einen Router installieren und ein Open-Link-Protokoll laufen lassen, damit man quasi auf dieselbe Grundpulsation zusammen improvisieren möchte, wenn man denn zum Beispiel auch weitere Medien, wie auch visuelle Medien und so weiter einbinden möchte, ist das ja ein wichtiger Faktor, weil Leute würden sofort zucken, wenn da irgendwie eine Bild-Ton-Synchronisation nicht mehr hinhaut halt. Ne? Und ich glaube, das sind schon noch neue Räume, die da aufgemacht werden, also Räume des Miteinanders auch, anders als eben der Band-Proberaum oder die Bühne, wo alles noch elektrisch einfach abläuft und nicht digitalisiert ist. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum dazu? Ja, ganz viel. Hallo, ich bin Thomas.
Es gibt ja parallel ab morgen, glaube ich, auch die andere Messe hier in Berlin, die Superboost. Und da ist ja dann auch quasi die, ja, die Renaissance, die neoanaloge Zeit, wo eben auch ganz viel mit komplexen Interfaces zu tun hat, eben auch dort Jamming auf analoger Clock stattfindet. Wie seht ihr das? Behandelt ihr das an der Universität ähnlich, dass ihr dort nur im digitalen oder eben auch in diesem neoanalogen Bereich forscht? Also jetzt für das Forschungsprojekt haben wir uns im Wesentlichen jetzt nur auf digitale Technologien erstmal beschränkt. Das hat aber ja eigentlich auch damit zu tun, dass man eine bestimmte, sagen wir mal, Ausschreibungsrichtung hatte, was das Forschungsprojekt angeht, weil das ist im Zusammenhang mit einem Verbundcluster zur Digitalisierung in politischer, in kultureller Bildung quasi aufgezogen worden. Und da ist das nur so klar, dass es erstmal um Digitalität gehen muss. Ne? Und dann kommt natürlich auch noch dazu, es gibt natürlich da in dem Bereich auch erstmal ja auch schon wieder zwei verschiedene Praktiken, ich nenne es jetzt mal Klassen, also das eine, dass man eben eher von App-Musik ausgeht und das andere, dass man eben sozusagen auch diese externen Interfaces nutzt, die man tatsächlich auch noch anfassen kann. Und da haben wir uns natürlich im Wesentlichen nur erstmal auf diese externen Interfaces spezialisiert, einfach weil es dazu auch noch keine wirklichen Arbeiten gibt. Und da ist es aktuell noch quasi noch viel Neuland und viel noch, was man noch erforschen kann. Genau, und weil zu dem Bereich, den du gerade erwähnt hast, da gibt es halt auch schon sehr umfangreiche Arbeiten und interessanterweise auch aus Lüneburg, nur nicht aus meinem Institut, sondern aus einem anderen Institut und zwar von Rolf Grossmann und Menschen, die sich so mit Sound Studies beschäftigen. Und da haben auch komplexe analoge Synthesizer immer schon eine große Rolle gespielt, also quasi seit dem MOOC. Modular, haben die sich da schon mit auseinandergesetzt. Da gibt es viel Theorie zu und auch viel Empirie. Sehr spannend, aber da wären wir eine unter vielen Studien, jetzt sind wir eine unter wenigen, die sich mit diesen neueren digitalen Sachen auseinandersetzen. Ich habe doch vorhin noch eine Hand gesehen, da hinten in der Ecke. Hat sie schon wieder... Okay. Dann hätte ich vielleicht noch einen Punkt, den wir noch nicht andiskutiert hatten, und zwar Teilhabe. Irgendwie. Also sind diese Geräte tatsächlich auch sozusagen ein Fortschritt in Bezug auf Teilhabe? Also wir haben in unserem Projekt auch einen Fall, nur um das mal jetzt schon zu eröffnen, wo wir einen Musikschullehrer haben, der zwei der Geräte mit mehrfach körperlich Behinderten eben zum Beispiel nutzen möchte. Und da auch zum Beispiel jemanden, der hatte einen Schlaganfall und ist motorisch sehr schwer eingeschränkt, und der möchte halt sozusagen über eine elektronische Trommel versuchen, da jetzt wieder einen Zugang eben auch zu seinem Körper wieder zu finden. Aber gibt es auch allgemein sozusagen auch aus eurer Erfahrung irgendwie so Aspekte, die tatsächlich auf Teilhabe hinauslaufen, also oder wo diese Geräte uns sozusagen in eine bestimmte Richtung auch profitieren lassen oder nutzbar werden? Naja, wenn ich eine gewisse Fähigkeit nicht besitze, wie zum Beispiel Klavierspielen oder so, und wenn ich das ersetzen kann durch eine App, relativ einfach, dann kann ich das ja nutzen und dann kann ich teilhaben an Prozessen. Und also die ganze Geschichte mit zum Beispiel, wenn man körperliche Einschränkungen hat und dafür dann eine App benutzen kann, also das finde ich, das macht richtig Sinn und also das begeistert mich auch richtig. Ein Kollege von mir macht das auch, der hat ein ganzes Ensemble, wo er mit körperlich und geistig eingeschränkten Leuten Musik macht, und also dafür macht die ganze Arbeit dann wirklich Sinn, finde ich. Also das ist, begeistert mich jetzt viel mehr als das, was ich so mache, weil ich bin gesund. Ich habe ja das Privileg, dann nutze ich lieber meinen Körper, wie er ist. Aber wenn man die ganze Kraft dafür nutzen kann, jetzt wirklich Leuten zu helfen, also das ist wirklich, das lohnt sich dann. Ja, und es gibt ja auch jede Menge Forschungen in dem Bereich und vor allem Leute, die sich genau damit auseinandersetzen. Also was kann Musik im Kopf bewirken und wie kann man Leuten, die den Zugang zu Musik nicht haben, weil sie körperliche Einschränkungen haben, eben ermöglichen und dadurch quasi auch deren Leben besser machen oder deren Leben sogar verändern. Und da gibt es total viele Möglichkeiten und auch total viele Forschungen und Leute, die daran arbeiten. Aber es ist eben ein Bereich, der jetzt nicht so viel Öffentlichkeit bekommt, aber es gibt enorme Geräte und auch
Organisationen, die sich darum kümmern, dass eben Leute mit Behinderung die Möglichkeit haben, musikalisch kreativ zu sein. Und gerade in England ist ein Riesenmarkt von Leuten, die komplett querschnittsgelähmt sind und durch Eye-Tracking-Software und Sensorik die Möglichkeit haben, Stücke zu komponieren. Und also es ist unglaublich. Und ja, also Teilhabe ist ein ganz wichtiger Punkt bei diesen ganzen Interfaces und Musikmacht-Dingen, weil die eben diese Teilhabe ermöglichen, die sonst bei Leuten nicht möglich gewesen wäre. Ja, dann kommen wir jetzt auch, glaube ich, jetzt schon zum Schluss. Vielleicht noch zur Zusammenfassung, jetzt nochmal dann die Frage quasi, sind wir denn also mit diesen Geräten noch souverän oder sind wir sozusagen, geben wir irgendwas an die Geräte ab, was vielleicht auch wir nicht abgeben sollten, gerade weil es ja um Musik geht, ist es ja wichtig. Ne? Und es gibt ja auch sozusagen Aspekte, die tatsächlich ja vielleicht eher künstlerisch beim Künstler bleiben sollen oder vielleicht auch nicht, das ist ja jetzt die Frage. Ja, so generell sollte man sich überlegen, glaube auf welchem System man arbeitet, mit welchen Firmen zusammen, was die für eine Ausrichtung haben. Das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Aber abhängig ist man immer. Also wenn ich einen Flügel habe, muss ich den ja auch stimmen lassen. Aber klar, wenn man mit so Firmen arbeitet, die so Software produzieren, da muss man schon gucken, wohin wollen die? Wollen die auf Qualität, also langfristig Qualität bieten oder sind die eher auf Quantität aus? Da muss man schon aufpassen und versuchen immer so viel, lieber die Technik in sich selber, also selber zu üben. Also das ist meine Devise, lieber selber üben und so unabhängig wie möglich sein, aber komplett unabhängig ist man nie. Ich denke, dass diese Musikmacht-Dinge genau diese Souveränität ermöglichen und dass es immer noch der Künstler an sich oder der Musiker an sich ist, der die Musik generiert, gestaltet und sich darin ausdrückt und diese Geräte dazu behilflich sind, das in einer neuen und einer größeren Art und Weise zu machen. Also ich glaube, die Souveränität ist immer noch da beim Künstler. Ja, und ich lege mich da nicht fest, weil wir das rauskriegen wollen und glaube, dass so, als Wissenschaftler sowohl als auch immer ist. Also man wird bestimmt, aber im besten Fall überwindet man irgendwann dann diese Festlegungsvoraussetzung und dann modifiziert man Presets oder fängt an, so eine digitale Trommel zu modifizieren etc. Also ich glaube, man hat Chancen, aber damit startet man nicht. Man startet sozusagen nicht mit der Befreiung, sondern man startet erstmal mit dem Erlernen, wie auch bei jedem anderen Instrument. Und dann geht es vielleicht darüber hinaus irgendwann so. Gut, dann vielen herzlichen Dank. Einen Applaus bitte. Applaus.